Ah, das ist ja blöd. Warte, habe ich schon wieder einen ja. Schicksalspunkt? Ich glaube ja, du hast wieder Dann einen. Schicksalspunkt, Freunde, komm. Jarl und Diamantis haben keinen. Na, immerhin. Wollte hast nochmal Bock auf eine Wette? Vielleicht später. Ja, du kannst den besten Werhammer Bluthund aussuchen. Und zwar ist das dieser hier. Also der ist zumindest am reißendsten und am größten, das stärkste Tier, wenig verletzt. Da kann man gut was draus machen. Ja, zum Wohltags, der hier, der sieht sehr gut aus. Dann, ich würde den nehmen. Dann vertraue ich mal deinem Urteil. Das ist doch ein sehr niedlicher. Wie heißt er denn? Ich glaube nicht, dass sie Namen haben, Boltax. Gondrok. Ah, die Gondrok. Haben doch Namen. Das ist ja ein furchtbarer Name. Zorbrasch oder so etwas. Das wäre ein würdiger Name. Wir hören den Hund doch um. Ja, das werde ich machen, sobald wir auf dem Schiff sind. Ah. Kennst du dich mit Hunden aus? Ja, nicht besonders, aber jeder Geode kennt sich mit Tieren aus, also... Oh, natürlich, natürlich. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Also gut, die Kette gebe ich euch mit drauf. Damit tritt er heran und wird dann nach kurzem Entriegeln, lässt er den Hund raus und gibt dir dann eine starke Eisenkette mit an die Hand. Tritt nochmal nach dem Hund, der schnüffelt so ein bisschen an seinem Bein und dann verfügst du über einen eigenen Bluthund. Ja, schön. Ich hoffe, ihr könnt bezahlen. Ja, selbstverständlich. Gut. Ich würde ihm irgendwie Edelsteine im Wert von 40 Dukaten geben. Ja, der lässt das in seine Hand reinkullern und nickt dann darauf jetzt erstmal eine Starkgischt. Oder ein Taugeist. Ich hab noch einen Stollengrollen. Sehr gut. Er nickt. Den probiere ich. Danach zeige ich euch was von meinen Sachen. Oh, ja. Ja, und dann würde ich... Ja, woher kommt das Rufen eigentlich? Jetzt einmal so aus Interesse. Kommt das von über uns? Das kommt aus dem Raum, wo der Erferdi eben war. Ach so, also hier irgendwo. Genau. Okay. Das ist ein Anbruch, würde ich meinen. Ach, um irgendwen zu befreien, warum das denn? Genau, und wenn ihr dann... Um einen Erferdi anzupissen. Wenn ihr dann wieder nach draußen geht, könnt ihr es auch nochmal hören. Sie wollen mich umbringen. Und dann steht ihr wieder erstmal unten und könnt dann auch sehen, wie sich wohl die anderen interessiert, am Hund zu wenden. Ah, du hast sie gekauft. Sehr gut. Das beste Tier. Ich habe schon viel Geld mit ihm verdient. Ja, es ist ein ganz feiner. Oh, bist du ein Feiner? Ja, komm, du bist ein Feiner. Boltax, geht ja mit der Hand nicht so nah dran. Oh, mir wird schon nichts passieren, Rafim. Ja, okay. So könnt ihr die nächste Stunde damit verbringen, Dagon Lolona über die Wurzelzeichen zu erzählen, die Archen und oben etwas trinken. Natürlich gibt es den seltsamen Spooky, wenn ihr wollt, aber natürlich auch andere Dinge wie Waldgestopfenträume, das Abendbierchen oder den Apfeltod, also verschiedenste Biere, Schnäpse und Weine, wobei die Weine allesamt irgendwie umgekippt sind und also das hat mit den horasischen Weinen, die Abend mir wollte, auch nichts zu tun. Dementsprechend ist das schon ganz gut, dass ihr das nicht getrunken habt. Aber ein bisschen Spooky und Blutgold drauf und dann wird das schon. Boltax kann sich natürlich noch ein bisschen mit dem Hund in Verbindung setzen. Und an deiner Hand wirkt er doch wesentlich friedlicher. Nach dem Motto, dass er jetzt endlich aus diesem Käfig raus ist. Und gut, so kommen die anderen dann wieder nach oben. Dagon Lolona und seinen Alan Fana Magus Hussein Bey oder ein Leib- oder Schiffsmagus könnt ihr dann wieder zurücklassen und steht dann wieder oben. Ja, dann hat wahrscheinlich wieder interessiert in Richtung der Boltern-Spiele geblickt und tatsächlich nicht, ich bin für heute fertig. Könnt ihr euch erstmal wieder umblicken. Ja, wir hätten uns wahrscheinlich, weil wir eine Stunde gewartet haben, hier den Tisch freigemacht. Ich denke mit Rafims Gestalt und dem. Ja, die haben sich geprügelt, der Tisch war umgestürzt, könnt dann wieder den aufrichten, einmal kurz mit der Hand über die klebrige Oberfläche wischen und dann den Rest irgendwie runter und die liegen dann wohl alle irgendwie mit zwei oder drei Wunden, liegen die da irgendwie bewegungs- oder bewusstlos. Einige haben wohl auch Balestrinenschüsse oder sowas im Bauch. Und die anderen sagen einfach nur, dass sie leise leiden sollen, denn das stört. Dieser Bay war eine ziemliche Pfeife. Viel Halbwissen und sonst nichts.
Würfel mal eine Magiekundeprobe, ob das tatsächlich so ist. Nö, ich bin einfach generell davon überzeugt, dass er keine Ahnung hat. Mir ist egal, was er kann. Du kannst gerne auf Magiekunde würfeln. Ich meine, denn mit Magiekunde 4 wird das eh nichts. Von daher. Ja, hab ich mir gedacht. Aber ich bin Feuersgewalt, also sind alle Magier, die ich nicht kenne, prinzipiell erstmal doof. Ja. der war tatsächlich richtig fähig. Also sowohl als Leib- als auch als Seemagus. Er hatte halt kein Wissen über die Wurzelzeichen und über die Dämonenarchen, aber der hat richtig was auf dem Kasten. Ich würde ihn nicht unterschätzen. Und er wusste nichts über Dämonenarchen. Was sollen wir mit so jemandem? Nun, er kennt sich vermutlich besser mit der Seekriegsmagie aus. Dafür wurde er ausgebildet. Er kann auf Kommando Wasser warm machen, das kann Paladin auch. Und für die musstet ihr nicht. Warum seid ihr überhaupt in diese dämliche Grube geklettert da bei mir? Nun, es wäre unhöflich, eine Einladung nicht Folge zu leisten. Überlegt doch mal, wie das aussieht. Wenn ihr wie irgendein Bittsteller in dieser Grube steht. Wir sind Bittsteller, wir wollen etwas nehmen. Ihr könnt froh sein, dass ich nichts gesagt habe. Ja, also unser Abend war sehr erfolgreich, Boltax. Ja. Und mal, ich habe einen Hund. Auf diesen Köter hin her. Das ist ein ganz feiner. Ich verbiete mir so eine Aussage. Den habe ich erworben. Ich weiß, ihr wolltet immer einen Hund, Boltax, aber seid ihr sicher? Ja. Oh, ruhig, mein Lieber, mein Hund. Oh, ein Guter bist du. Ja, ein Guter. Das ist Zulamin. Zulamin tut dir nichts Böses. Sie ist eine von den Guten. Oh, schnupper mal an ihre Hand. Nun, ich denke, ihr habt dem Hund vermutlich etwas Gutes getan, aber ihr habt euch damit eine Menge Arbeit aufgehalst und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er uns nicht noch jemanden von der Wandschaft anfällt. Oh, keine Sorge, ich kriege das hin. Ja, Boltax meinte, Geoden kennen sich alle mit Tieren aus. Boltax meint auch, dass Stollengrollen ein angenehmes Getränk ist. Es ist ein fantastisches Getränk, das Beste, was ich kenne. Nun, Verdocker Bier ist auch nicht schlecht, aber Stollengrollen. Oh. Seht ihr, er weiß nicht mal, dass Angbarer Doppelbock das Bessere ist. Nein. Wenn man Angbarer schon 6 Bier weg hat, dann ist dieses Stollengrollen geht runter wie Wasser. Also. Seht ihr. Oh, ihr müsst euch nur darauf einlassen. Wer war jetzt ein... Habt ihr nach dem Schiff gesehen? Nein, habe ich nicht. Dann schlage ich vor, wir gehen. Oder möchte noch jemand die Atmosphäre hier genießen? Nein, meinetwegen können wir gerne zurückgehen. Hervorragend. Ja, das war doch sehr erfolgreich. Ja, war auch mal interessant zu erfahren, dass der Ruf, der sich um Raúl Moreno dreht, gänzlich wahr ist. Richtiges Arschloch, der Typ. Das scheint hier Voraussetzung zu sein. Habe ich den kennengelernt? Das war der, der uns der dir den Hund verkauft hast. Das soll ein Hochgeweihter der Effertkirche sein. Nun. Ein Hochgeweihter? Hier? Der Tempelvorsteher des Tempels hier. Aber den kann man nicht über den Weg trauen. Ja, so könnt ihr zurück zum Hafen und wenn ihr dann durch das Gewirr an Gassen mit den verschiedenen Planken und Schränken, die euch am Weg liegen, geht, dann könnt ihr schon vom Bord hören, pumpt schneller! Das ist kein Abenteuer mehr! Pumpt schneller! Angoschmin, ihr beeilt euch! Die Säcke haben sich anzeigen lassen. Die wollen mich doch verarschen. Das klingt nicht gut. Boltax, sieh zu, dass du unter Deck kommst und daran was machst. Wasser ist doch deine Stärke. Ich bin immer noch sehr außer Atem von... Vorwärts! Da seid ihr ja! Abenteuer! Abenteuer! Was ist los? Tja, wir sind weggeschlagen. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt unten patrouillieren. Wir waren unten, du Hure! Hör mal, du Flaschenhals! Kann ich auch nichts dafür, dass ihr blind seid? Tja, dafür hättest du mal bezahlen sollen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wie ist das passiert, verdammt? Könnte es etwa damit zu tun haben, dass ihr einen gewissen Eferdi verärgert habt? Höchstwahrscheinlich schon, den kann man sowieso nicht trauen. Nun,
gewöhnlich kann man ihnen trauen, aber nun, hier herrschen offensichtlich besondere Umstände. Sind alle unsere Matrosen gerade am Pumpen oder hat irgendjemand nichts zu tun? Also einige gucken auch irgendwie zu, aber wenn die noch weiter nach unten gehen, dann behindern die sich auch einfach selber, weil da kein Platz da mehr ist. Dann werfe ich nämlich einem davon einen Knüppel zu. Hey, Alrik! Nimm deine Messe mit, wir gehen zum Effa-Tempel. Jawohl! Oh, ich freue mich, das von dir zu hören. Ich komme mit. Oh, und dann kriegen die jeder einen Knüppel in die Hand. Dann nehme ich mir selber einen Knüppel in die Hand. Und dann gehst du zum Effa-Tempel. Okay. Und dann knüppeln wir die nieder. Gut, Boltax, möchtest du zaubern? Du siehst, wie unten an Groschminia gerade viel Holz gegen einen Leck hämmert. Und ich habe unglücklicherweise fast keine ASP mehr. Ich habe noch 10 ASP. Ich kann also noch einen elementaren Diener des Wassers rufen, um das Wasser zu vertreiben. Das werde ich auch tun, natürlich, weil ich möchte ja nicht, dass unser Schiff absäuft. Aber ich muss hier 5 Mal Kosten einsparen. Ja klar, das ist, eine 5er Erschwernis für mich. Ja, also ansonsten kann ja auch Abel mir helfen, ist ja sein Schiff. Ja, und -2 wegen Merkmalskenntnis Wasser. Nee, ich habe keine Merkmalskenntnis Wasser. Ach, er ist doch Erzgeode. Ich bin Erzgeode. Ja, Wasser ist ja nicht Gegenteil von Erz. Nein. Aber ich vergesse auch dauernd, dass er Erzgeode ist. Hast du Merkmalskenntnis Elementar gesamt? Nein. Da habe ich mir damals zu teuer, gehört. Hat keine Abenteuerpunkte. Ja, weißt du, wie teuer die ist? Dafür kriegt er ja nichts bringen. Der kriegt ja nichts von Frosty. Das habe ich so nicht gesagt. Aber mit 70 AP am Abend muss man schon haushalten. Aber gut, ja. Dann würde ich vielleicht einen elementaren Diener des Humus beschwören. Um die Sachen dann zu stopfen? Also genau. ich hol das Wasser raus. Dann zuwächst wieder. Alles klar, gut, dann machen wir das so. Dann hole ich mir reines Wasser. Sagen wir mal kurz, wie Kosten einsparen funktioniert, damit wir es so alle gehört haben. Also pro Einsparung, das sind 3 ZFP-Sterne pro, die du einsetzen musst, kannst du 10% deiner ASP einsparen, aber mindestens einen. Dies kannst du maximal 5-mal machen, für dann 50% Ersparnis. Genau, und bei mir ist es halt nur einer. Es wird mathematisch gerundet. Genau, weil du Geode bist. Geode ist so, Repräsentation bringt da Vorteile. Genau, dann haben wir es auch mal gehört. Also ansonsten habe ich keine großen Vorteile durch meine geodische Repräsentation gegenüber der Gildenmagischen, aber das ist das Einzige, was ich gut kann. Günstig Elementarzauber pumpen. Okay, und dann kommt der elementare Diener. Ich würde mir auch vorher gucken, ob man vielleicht irgendwie etwas findet, was elementar affin zu Humus ist an Deck. Vielleicht haben wir ein bisschen besseres Bauholz an Bord vielleicht. Ja, normales Bauholz. Kriegt von mir auf jeden Fall wie immer ein Geschenk und natürlich 10-fache Menge und ich weiß nicht, wie gut die Qualität an Wasser ist, die wir hier haben. Die ist schlecht. Die ist tatsächlich ziemlich schlecht. Was kann ich mindestens geben? So -3 oder? Ja, kannst du geben. Also -2 würde ich dir auf alle Fälle geben. So, wenn, also wenn -3 das Schlechteste an Wasser ist, dann gebe ich dir eine -2. Nee, es geht zu das Schlechteste zu -6, aber da würde ich dann aus Unwasser beschwören. Dann mache ich dir eine -4. Okay. Das ist ja hier richtig schlecht, das Wasser. Ja, durch die Geschenke. Du kannst mal eine Magiekundeprobe würfeln. Alles klar, dann mache ich das doch direkt. Und Abel, mir kann dann einmal auf das Bauholz würfeln. Dir ist dann auch klar, dass das Wasser extrem schlecht ist. Also es sieht halt schwarz aus, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass es dunkel ist. Aber es ist tatsächlich elementar nicht so rein, wie das normal wäre. Mhm. Okay, ich verstehe. Gut. Und dann kommt jetzt noch der Kontrollwurf. Auch hier biete ich ihm wieder ein Geschenk an, einen kleinen Aquamarin. Oh. Muss ich gucken. Eventuell ist diese Kontrolle nämlich nicht geschafft. Das wäre natürlich gar nicht. Hast du nicht noch ein Chip? Ja, ich habe noch ein Chip. Okay. Aber ich hab sowieso die Sonderfertigkeit Affinität zu Elementaren, wo ich je nach Meisterentscheid Kontrollproben wiederholen darf. Ja, dürftest du tatsächlich nicht, nein. Nicht in diesem Fall. Okay, ja gut. Ich dachte, es geht einfach nur eine 3er Erleichterung. Du kannst mal rechnen, aber Abel mir kann mal seinen Wurf geben. Was soll ich würfeln? Holz bearbeiten für und Holz zu Holz? Nö, du willst einen elementaren Diener rufen. Ah, okay, also würfel erst mal elementaren Diener. Und wenn Boltax hier keinen Schicksalspunkt benutzt, dann... Ich muss gerade gucken, plus die 3, plus die... Nee, ist geschafft. Schade. Ich könnte die Kontrollprobe auch noch erschweren, ne? Wenn du die Kontrollprobe erschweren möchtest, aber dann müsste es halt einen Grund dafür geben. Ja. Es kommt auf den Dienst an. Ja, also je nachdem, welchen Dienst ich halt haben möchte. Und du willst, dass es leer pumpt. Ja, genau.
Also, wenn das noch eine Erschwernis gibt, also mit einer 1er Erschwernis hätte ich es jetzt nicht mehr geschafft. Ja, also deshalb, die 1er Erschwernis würde ich dir geben. Also, finde ich okay. Okay, ja gut, dann hätte ich es tatsächlich nicht geschafft. Dann brauche ich einen Schicksalspunkt. Wieso? Also, der elementare Diener wird ja nichts Negatives tun. Im Zweifelsfall müssen wir halt nur länger pumpen. Dann tut, oder das Schiff säuft ab. Wenn du die Kontrollprobe, wenn die Kontrollprobe nicht schaffst, dann tut er etwas, was für sein Element natürlich wäre. Das tut er dann. Und es gibt nichts Schlechtes. Wenn er das Schiff lootet, das ist für ihn nichts Schlechtes. Das ist ihm halt egal. Er tut halt das, was sein Element halt tut. Ja gut. Und damit wäre das Wasser, Wasserhaushalt ausgleichen. Komm, wenn du den Schicksalspunkt unbedingt möchtest, dann gebe ich ihn dir natürlich. Ja, damit ist genau geschafft. Ja, gut, aber ich wollte ihn haben. On the point, ja. Ja, okay. Damit, du merkst so, wie er ein bisschen zögert und sich das so ein bisschen überlegt. Dann zerknirscht der Aquamarin in deiner Hand. Und du merkst, wie er stellt sich tatsächlich an die Pumpe und zieht einfach mit seinem Mund Wasser durch die Pumpe und er wird selber größer. Dann kann Abel mir seine eigenen Beschwörungen aus dem Bauchholz formen. Und hat die jetzt schon gemacht? Wie gesagt, genau. zehnfache Menge ist minus zwei. Zehnfache Menge des Bauchholzes willst du? Okay, dann habt ihr weniger Bauchholz. 10 Steine irgendwie. Also ist jetzt nicht ja, so viel Bauholz. Das ist tatsächlich nicht so viel. Die normale Menge ist eine Handvoll. Ja, genau. Also 10 Steine. Also das ist wahrscheinlich eine lange Latte, vermutlich. Also zwei Latten vielleicht. Genau, dann merkst du, wie sich die lange Latte irgendwie zusammenzieht und daraus ein. Ja, du würdest vielleicht Strichmännchen sagen. Es bilden sich da so zwei Äste links und rechts als Beinchen heraus und dann nochmal zwei Äste als Arme und er stiefelt dann, nachdem du den Befehl gegeben hast, eine Kontrollprobe bitte, in Richtung nach unten und wird sich dann selber anbringen, um an Groschminia die Arbeit abzunehmen. Ich erleichtere mir die Kontrollprobe. Ich kann diese 9 ZFP ausgeben für minus 3. Also das musst du vorher ZFP ansagen, oder? Nee, du musst vorher vor dem Kontrollwurf ansagen. Ja, okay. Ja genau. Wie gesagt, ihr erleichtert mal diese 19 ZFP in Erleichterung von 3 auf den Kontrollwurf auf. Ich habe einen Kontrollwert von 14, also ich muss auf die 17 würfeln in W20. Und das hätte ich geschafft. Ja, er quäkt in seiner Baumsprache noch irgendwas mit "Ich bin gut" und geht dann nach unten und bringt sich an. Und ich würde empfehlen, halt die Löcher wieder zu verschließen. Die Spanten wieder zusammenzuziehen lassen und dass sozusagen kein weiteres Wasser einbringen kann. Gut. Derweil mit Knüppel bewaffnet vor dem Leuchtturm. Ich bin noch nicht mal, jetzt dreh ich die Tür ein. Ja, kannst eintreten. War wohl nur so ein Lederriemen oder sowas vorgelegt und eine Treppe, eine Wendeltreppe, die nach oben führt. Darunter viele Kisten mit, sie riechen sehr fischig. Ob da Fisch drin ist, weißt du nicht. Hey, Effertpriester! Arschloch, was? Komm ran auf eine Armlänge! Ja, du hörst wohl, wie es poltert und dann tritt die Wendeltreppe nach unten Garcia Bartobello. Oh, ich hab den Knüppel auf dem Kopf. Hör auf, an meinem Schiff zu sägen! Ja, würfel mal gerne eine Attacke raufen oder Hiebwaffen, ne? Hiebwaffen natürlich. Ja. Ich guck gerade mal. Ja. Er hat natürlich ein Kunchoma an seiner Seite und würde ganz gerne parieren. Wow, was? Bitte was? Ja, ne. Patzer bitte? Kann es sein, dass er besoffen ist oder so? Eigentreffer! Er versucht irgendwie noch schnell ziehen, sein Kunchoma dir in den Weg zu bringen. Du kannst allerdings den Kunchoma so mit dem Knüppel treffen, dass er ihn sich selbst. Würfel mal Schaden, warte mal. Oh Junge. Zum Glück nicht so viel. Und dann nochmal ein W6 von einem Knüppel. Ne? Das ist eine improvisierte Waffe. Ja, nee, ich bin vermutlich eher sowas wie TPA, weil es wirklich nur ein Stück ist. Ja, mit aller Wucht schlägst du ihm, er kommt gerade die Treppe runtergetorkelt, schlägst du ihm den Knüppel gegen sein Kundioma-Säbel, der ihm dann aus der Hand springt und ins Gesicht rein und bricht dann auch einfach bewusstlos auf der Treppenstufe zusammen und sagt dann nochmal so zwei, drei Treppenstufen runter und ja, sagt dann einfach zusammen. Ja, ich schicke dann die Matrosen weiter in den Leuchtturm, die sollen die restlichen Effort. Plündert die Scheiße, Jungs! Und dann sind sie weg. Ja, Du merkst, ja, wie gesagt, die zwei jeder Matrosen wird einmal schlagen mit ihren, geknüppelt. Sie schlagen mit ihren Knüppeln die Kisten ein, die dann auch so ein bisschen zerspringen. Was ist das denn? Ekelhaft, Schleim! Und andere dann den Leuchtturm nach oben. Du kannst irgendwie nach grob 30 Sekunden hörst du, wie Glas klirrt.
und dann Tonkrüge nach unten geworfen werden. Also die Piraten sind hier gerade in ihrem Metier. Ich gehofft haben. Scheiß auf Effort! Sicher, dass wir das hier, dass wir die jetzt einfach plündern lassen sollten? Nein, die nehmen nichts mit, keine Sorge. Na, aber selbst wenn. Deswegen, Diamant, das stehen wir hier unten in der Tür. Würfel mal Sinnschärfe. Riechen. Oh Gott, die legen ein Feuer. Sinnenschärfe, wo habe ich sie denn hier? Schlechter Geruchssinn. Ich habe die 222. Ja. Ist das der beinahe, Krit? Es riecht verbrannt. Komm mit. Scheiße, mach das verdammte Feuer aus. Und dann renne ich die Treppe hoch. Ja, wenn du nach oben kommst, siehst du, dass die, dass der Leuchtturm irgendwie diese Brennglasvorrichtung wohl zerspringen, irgendwelche Linsen, die brutal teuer waren, und irgendwelche von euren Piratenabschaum haben da wohl das Bett angezündet. Warum macht ihr den scheiß Leuchtturm kaputt? Ja, ich nehme meinen Mantel runter und versuche die Flammen damit auszumachen, zu ersticken, bevor es auf das ganze Gebäude umgreift. So Jungs, ich denke, ihr habt ihre Lektion gelernt. Zurück aufs Schiff, Extraration rum für alle. Ja, scheiß auf Effort! Und damit torkeln sie wieder runter. Ja, ich schaue nur bei jedem kurz, ob er nicht irgendwie einen Arm voller Plündergut dabei hat. Ja, einer hat sich gerade so ein großes Fass mit Rum aufgeladen. Das ist zwar noch halb voll und schwappt gut, aber ja, da ist gut Rum drin. Ja, dem haue ich die Knüppel kurz ins Gesicht, packe ihn dann am Kragen und schmeiße ihn hinter den anderen. Ja, meine Nase! Wir plündern noch keine Tempel, Junge! Raus mit dir! Und dann helfe ich Diamantis dabei, das Feuer in Gang zu kriegen. Nicht in Gang, sondern nicht in Gang, in den Griff zu kriegen. Diamantis hat was hast du dann? Umhang abgenommen, damit es noch schneller brennt. Ja, nehmen wir einfach das Fass rum und kippen es da drüber. Fertig. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Damit das Zeug brennt, muss es mindestens 80 Umdrehungen haben. Du glaubst wirklich, der Rum in Charypso ist so gut, dass er brennt? Der macht hauptsächlich blind, ja. Gut, dann könnt ihr euch wieder an Bord eures Schiffes sammeln, und das war der erste Eindruck, den ihr von Charypso gewinnen konntet. So, Captain, ich denke, die werden sich nicht mehr wagen, unser Schiff anzusägen. Was habt ihr getan? Den ist mit Nachdruck erklärt. Was habt ihr getan? Wie gesagt, wir haben ihnen unseren Standpunkt ein wenig eingeknüppelt. Habt ihr ihn getötet? Natürlich nicht. Tempel abgebrannt. Appel mir! Warum raucht der Leuchtturm? Was? Nein, das müssen nur noch ein paar Reste sein. Das Feuer war doch aus. Ja, dann das Feuer war doch aus, oder? Ich versichere euch, wir haben nicht den Tempel abgebrannt. Außerdem, ich denke nicht, dass es ein Tempel ist. Was? Ihr habt den Tempel abgebrannt? Nein, wir haben nicht den... Ja, erst Waisenhäuser, dann Tempel. Jedenfalls bin ich hier froh zu sehen, dass das Schiff noch schwimmt. Ja, dank uns. Das habt ihr mal sehr gut gemacht. Der Leuchtturm ist funktionsunfähig, das gefällt mir gar nicht. Ich muss sagen, das Wasser hier ist wirklich furchtbar, von extrem minderer Qualität. Es war sehr schwer, es zu beherrschen. Oh nein, Diamant, jetzt werden einige Piraten bei schlechtem Wetter auf ein Riff auflaufen. Wie werde ich nur jemals mit diesem Wissen ruhig schlafen können? Jedes Schiff, das da auf Riff läuft, ist ein Schiff weniger, was bei mit uns gegen Dagon ziehen kann. Gegen Palligan. Aber ja, ich muss sagen... Ihr werdet im Verlaufe bis zum Finale 1v6 Piratenschiffe weniger haben. Zwei Piratenschiffe, die auflaufen. Ich muss sagen, Abelmir hat einen wirklich guten elementaren Diener des Humus hinbekommen. Abelmir, ich muss sagen, ihr habt wirklich Fortschritte gemacht. Ihr habt euch viel bei mir abgucken können. Ja, wenn ihr das sagt. Nun, es war ein Lob. Ihr könnt Lob nicht so gut annehmen. Nun, ihr habt eine merkwürdige Art, Lob zu verteilen. Deswegen fällt es mir schwer, diese anzunehmen. Nun, das war eines. Ich sage, gut gemacht. Aber mir gut gemacht. Danke. In euch steckt vielleicht doch noch ein wenig Potenzial. Das will ich doch hoffen. Nun, aber wir konnten das Schiff retten, aber vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach die Gebühr beim Eferdi bezahlen. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden. Vielleicht würde ihr nächstes Mal auf mich hören und nicht dem erstbesten dahergelaufenen Gauner, der ankommt und euch sagt, er würde zu irgendjemandem gehören, irgendwelches Geld geben. Das ist völlig egal, ob wir jetzt 25 Goldstücke ausgeben oder beim nächsten nochmal 25 Goldstücke. Das macht. Wir zahlen nicht doppelt, Captain.
Wir zahlen nie doppelt. Was meint ihr, kostet dieses Schiff hier? Was hat wir ein Wertschild da? Wir haben 20.000 Dukaten dafür abgezahlt. Schätz einmal, wie viel ist das wert? Mehr als 50 Goldstücke, ja oder nein? Captain, ihr wisst genau, nach derzeitiger Rechnung ist es etwa 22.690 Dukaten und 94 Silbertaler wert. So, Kapitän. Kapitän, Beutags, gute Arbeit. Immerhin tut ihr mal, was für euren Sold. Danke. Welchen Sold? Tja, weiß ich auch nicht. Werden wir bezahlt? Ja, ich werde auch schlecht bezahlt. Ich stehe mich trotzdem nicht an. Nein. Werden die anderen bezahlt? So, habt ihr jetzt das klären können? Können wir weiter? Oder wollt ihr noch irgendwas in Gekorb so machen? Mir geht der Hafen mächtig auf den Piss. Ihr sprecht mir aus der Seele, Hasswulf. Besprechungsraum, jetzt. Abenteuer.